Sehr gut. Herr Baden, wo wir gerade dabei sind, machen Sie doch die Anmoderation. Sie haben es jetzt auch schon zweimal gemacht. Ich muss ja nicht hier immer so irgendwie töteretö machen. Ich will gleich unfrisch ohne meinen L'Oréal Men Expert. Ja, danke. So, da warte mal kurz, ein, zwei Sekündchen, dann kann ich das besser rausschneiden. So, Tag, die Herrschaften, abseits der Fußball-Podcast mit Folge, ich glaube, 216. Ich bin gerade komplett überrumpelt worden mit der Anmoderation, weil der Herr Herr dann Sehr. gesagt hat, so eine Sekunde vor Aufnahme, mach du doch die Anmoderation, aber ich mache es ja gerne. Genau, 216, wir haben jetzt die letzte Woche im Jahr, im Bundesliga-Jahr quasi, jetzt gerade im Moment laufen die ersten Spiele des Björn, wie viel Spieltag haben wir, 17., 16., 16. müsste das sein, ja? 16. Spieltags, 16. irgendwie Leipzig. Noch ein Theaterpodcast demnächst, hä? Ja, Leipzig steht gerade 0-0, so viel ich weiß, aber ihr habt gerade im Hintergrund gehört, wer heute wieder dabei ist. Letzte Woche noch ganz erfolgreich als Mitglied des Ensembles von Starlight Express unterwegs. Heute wieder dabei, die Steffen Hertlein. Ja, Halleluja! Amen! Hallo, vielen Dank. Ja, ich bin jetzt einer der Harlem Gospel Singers. Ich habe jetzt Stunden, tagelang geprobt und ab Minute 5 werde ich irgendwie aufstehen und sagen, Praise the Lord. Mit dabei auch unser Produzent, mittlerweile auch Ansprechpartner fürs Vorwort. Eintracht Frankfurt-Experte, Fußballfachmann, was hat er mir noch aufgeschrieben, was ich sagen soll? Und Mutter von drei Kindern. Bitte Applaus für Christian Leini Baten! Sensationell. Ja. Vielen Dank. Und So? heute dabei, er war im Urlaub, er wird uns noch erzählen, wie es war. Ich habe gehört, er war in der Karibik auf einer Fünf-Sterne-Yacht. Er ist nicht nur Fächenheimer, hat nicht nur in der Nachbarschaft gelebt, 45 Jahre, und ich habe ihn erst vor 3 Wochen kennengelernt, so nach dem Motto. In diesem Podcast, in diesem In diesem Podcast, du sitzt da und denkst dir, sag mal, kennen wir uns nicht? Er ist erfolgreicher TikToker, Björn Francesco Undiet. Wuhu! Steffen, möchtest du die Ehre haben? Ich weine ja fast. Oder darf ich den unseren Bitte. dritten, bitte? Man nennt ihn auch den George Clooney des Impro-Theaters, aber bitte übernimm doch. Ja. Liebe Freunde des guten TV-Geschmacks, ihr erinnert euch bestimmt noch an die Zeiten, wo der Abseitsfußball kreucht und fleucht. Der Podcast und der Abseitsfußball, ich bin schon so nervös. Heute ist er endlich wieder da. Früher in Regelmäßigkeit hier bei uns, aber natürlich. So ein Weltstar wie er. Er ist natürlich überall unterwegs. Mailand, Rom, Paris. Man kennt ihn überall. Katharine Hepburn hat ihm die Füße geküsst. Norbert Dick! Ja! Und Norbert Das ist auch nur da, ist. um kurz Hallo zu sagen, steigt dann wieder in den Flieger. Ja. Absolut. Ich bin immer, ich mache das Wetten, das mäßig. Nach 25 Minuten bin ich weg. Ja. Aber Norbert, ganz Unangenehm, ehrlich. ich mache einfach so, zack. Dieses Jahr Das geht war's. so trist zu Ende, als ich die Mail gelesen habe, der Norbert kommt. Ich dachte jetzt ehrlich, das ist mir wirklich. Da habe ich mich gefreut mal wieder. Also Norbert, schön, dass du mal wieder da bist. Ich freue mich auch sehr, bei euch zu sein. Das ist doch schön, so einen Jahresabschluss mal gemeinsam zu machen. Das ist doch nett. Ja, und Bitte. das Beste kommt zum Schluss. So ist es halt. Und ich darf an dieser Stelle noch mal in aller Deutlichkeit so sagen: Hallo, liebe Podcast-Hörer, einfach auch mal bei YouTube reinschauen. Meine steht jetzt in der Küche. Ich habe mir ein T-Shirt drucken lassen. Es gibt jetzt ab sofort, weil so viele Leute gefragt haben. Abseits-Merchandise, ich hatte es gerade hier, man hört mich jetzt aus der Ferne, gerade hier im Briefkasten. Ja, der Lani hat das 3 Tage angehabt, jetzt darf ich es tragen. Einfach. Christian, es riecht nach dir. Und diese Produktion, das ist so eine scheiß Billigproduktion. Schöne T-Shirts, bestellt die auch Ja. dort. Ab sofort bei uns für 45 € mit Originalunterschriften. Und Falls ihr original noch. Schweiß. Falls ihr mal noch ein Weihnachtsgeschenk braucht, natürlich made in wahrscheinlich, also bei, nee, made in Dreieich, handgestrickt und so. Also auf jeden Fall, Wahnsinn. Und ich darf, das muss ich ganz genau sagen, bevor wir es nachher vergessen, checkt auf jeden Fall den Kanal von Björn Francesco und die unfassbare Zahlen. Geiler TikTok-Kanal, geiler YouTube-Kanal, wir schreiben es in den Show Notes. Und checkt auf jeden Fall, wann immer die Möglichkeit habt, es ihn live auf der Bühne zu sehen. Mr. Norbert Degen, ich hatte am Samstag wieder das Vergnügen, untertänigst seinen Weisheiten zu lauschen Entschuldigung, beim Improvisationstheater. Ich muss sagen, ich hatte es, glaube ich, schon mal erwähnt und ich sage es wirklich ganz ohne Wertung, aber Mr. Norbert Deek ist für mich einer, wenn nicht sogar der beste Improvisationstheater-Schauspieler in Deutschland. Eine absolute Maschine, erklärt wie die Eins, spielt wie die Eins, sieht aus wie die Eins und gnädigsterweise ist er hier mal wieder zu Gast im Podcast. Vielen Dank und jetzt bitte. Gut, dass du da die Wertung rausgenommen hast. Das hast du peinlich gemacht. Das ist richtig gut. So, Freunde, So. ich sag ganz ehrlich, ich würde jetzt eine Stunde irgendeinen Scheiß babbeln, weil ich habe nach dem letzten Spieltag gar keinen Bock auf Fußball. Bitte. Ich bin Welches nicht. Kackspiel wollen wir uns zuerst vornehmen? Nein, fangen wir mal.
Fangen wir mal mit der SGE an. Du kannst natürlich verlieren, Leverkusen, auch in der Höhe. Aber Björn, du bist von uns der, der am meisten vom Fußball versteht. Die erste Halbzeit war ja gar nicht so schlecht. Die Eintracht hat gut mitgespielt. Was war so der Knackpunkt? War es das erste Tor? Wahrscheinlich. Ich habe das Spiel nicht live gesehen. Ich habe mir die Highlights angeguckt. Ich war mit der Familie auf dem Weihnachtsmarkt. Hat sich gelohnt. Auf jeden Fall. Und vor allem ohne Alkohol, wie ich gehört habe aus der WhatsApp. Ohne Alkohol, ja. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, und ja, aber als ich schon die Aufstellung gesehen habe, habe ich mir gedacht, wollen wir heute überhaupt Tore schießen? Ja, also Marmoush war ja gesperrt. Er durfte nicht spielen. Ja, aber dann haben wir einen Gangkamm auf der Bank, einen Ferry auf der Bank. Also einen kannst du ruhig mal bringen. Ja, gib ihm die Chance. Ja, aber ja, wie gesagt, gegen Leverkusen sehen wir allgemein auswärts nicht gut aus, ja, wenn wir uns die letzten Ergebnisse auswärts ansehen. Aber trotzdem, ja, gegen Leverkusen kann man verlieren, auch in der Höhe, aber es hätte nicht sein müssen. Norbert, hast du deine Meinung? Genau. Also, wir haben uns, also Steffen hat es ja vorhin erwähnt, wir haben uns mal am Wochenende getroffen und uns da schon ein bisschen über Fußball unterhalten. Ich fange mal anders an. Ich gucke kein Fußball mehr. Ja, genau, ich habe aufgehört, das kratzt mir rein. Basketball-Weltmeister, so. Was passiert ist mit den Bayern, ja, das 5 zu 1, mal, das, ich sage mal, das traditionelle 5 zu 1, habe ich noch gesagt, eigentlich kotzt es mich an. Und zwar kotzt es mich an, weil ich kann da drauf wirklich, das ist mir wurscht, ob die 5-1 dann gegen die Bayern gewinnen, wenn sie vorher gegen Augsburg verlieren, wenn sie gegen Saarbrücken rausfliegen, wenn sie gegen irgendwelche Nase wie Köln oder was auch immer Anfang der Saison in Punkte liegen lassen. Weil wenn du irgendwas erreichen willst, dann machst du das nicht mit den 3 Punkten von den Bayern, wo du sagst, ja, da toll, das haben wir wieder. Es ist ein geiles Spiel, alles cool, ja. Aber du holst die Punkte doch woanders, wenn du irgendwas erreichen willst. Dann musst du halt gegen alle die da hinter dir stehen, gewinnen. So. Und gegen Leverkusen, okay, da haben andere auch irgendwie so ein Problemchen in dieser Saison. Die sind bisher sehr unfassbar stabil. Mal sehen, wie lang es läuft. Das ist ja vielleicht noch Thema später. Aber das ist für mich jetzt wirklich nicht das Thema. Ja, dann verlierst du halt 3-0. Wenn es 1-0 steht, wird es ganz, ganz, ganz schwer gegen die. Ja, so, für mich ist es das nicht. Die Punkte müssen woanders geholt werden. Und da haben sie nun also teilweise Leistungen abgerufen, wo ich wirklich denke, das kotzt mich an. Das kostet mich an. Nicht das 3-0 gegen Leverkusen. Da gebe ich mir komplett recht. Norbert, ich kann dich beruhigen. Ich muss morgen bei minus 20 Grad auf die Pressetribüne und darf mir das letzte Spiel gegen Gladbach angucken. Naja, komm. Ja, nicht hast nur wahnsinnig Pressen? Erfolgreiche Merchandise-Artikel, nein, auch noch auf die Pressetribüne. Bei Odeuvres. Odeuvres, ja, Schnitzchen und Scampis lutschen. Aber habt ihr das Tor von Wirtz gesehen? Boah, der Mann ist nicht, der ist jetzt 100 Millionen wert, aber. Und auch nicht umsonst. Also ich meine. Aber lass uns ganz kurz. Mir ist es gerade tatsächlich, mir ist es gerade ein Stück weit zu pomatisch. Also mir ist es gerade ein bisschen ein Stück weit zu, Leverkusen, Mannschaft der Stunde und irgendwie, das, wir freuen uns darüber und wir haben sonst immer die Bayern und so. Und jetzt ist auch mal das Leverkusen, die haben es auch verdient und so. Das ist alles irgendwie greifbar. Aber ich fand es schade. Ich hatte so die ersten 5 oder 10 Minuten, jetzt hatten sie da Ballack und Co. auch kurz thematisiert. Okay, die Eintracht kommt gut rein. Die Eintracht hat generell die Zweikämpfe angenommen. Aber das ist halt gegen Leverkusen auch zu wenig. Dann hast du diesen Moment, gerade das 1-0. Trapp sieht mega unglücklich aus. Trapp ist gerade sowieso ein bisschen auf meiner roten Liste zu sagen. Der wirkt verunsichert. Der macht sich gerade mehr darüber Gedanken, wie er sich sein Bart bei welchen Aktionen zu stutzen hat. Der sah zwischendurch im Strafraum, sah der nicht gut aus. Irgendwie das 1-0. Das ist halt so, wie der Norbert sagt, wenn du halt gegen so Leverkusener 1-0 früh zurückliegst mit so einem Torwartfehler, du machst halt die Leverkusener noch stärker, als sie gerade sind. Ich hatte gestern ein Heimspiel gesehen, da war der, ich hatte es mir vorhin extra aufgeschrieben, wie heißt der vorherige Lizenzmann, der Timo Hardung. Timo Hardung. Ja, genau. Das war auch so ein bisschen zu sagen, irgendwie, ich verstehe das, ich finde es nicht verkehrt, wirklich bedacht Spieler einkaufen. Und du hast auch schon einen Plan, du weißt schon, Transfers Sommer 2024, willst bereit sein. Aber mir ist es gerade, also diese Diskussion darüber, dass der Eintracht ein guter Stürmer seit dem Abgang von Kohl, ich finde auch so ein bisschen, es wird auch so ein bisschen im Nachhinein so ein bisschen romantisiert, dass
der Kohleabgang, ja, die Kohle kam rein, aber das Timing war abgekackt, also war echt Timing verkackt und keinen Plan B. Er hat jetzt also natürlich mal Musch so, aber auch das, der Punkt zu sagen, okay, du hast wenig Backup, das heißt, wenn der sich verletzt, wenn der gesperrt ist, wer soll denn vorne die Tore schießen? So, und du hast einfach, natürlich ist es nicht so einfach, so einen Kohleersatz zu finden, aber mir ist es gerade zu pomadig zu sagen, okay, da ist doch der erste Gedanke zu sagen, okay, was ist mit Aller? Der ist gerade scheinbar nicht so wirklich zufrieden bei Dortmund, der ist dann nur irgendwie weit hinter Füllkrug und darf ab und zu, so, warum bemühst du dich nicht zum Beispiel um Aller, der schon mal in Frankfurt funktioniert hat? Also, wo ist gerade das Problem, einen Stürmer für die Eintracht zu holen? Das verstehe ich nicht. Also das Problem, wir sind ja noch, sorry, also, das Problem ist erstmal, wir sind mitten in der Saison. Ja. Ich glaube, das ist erstmal das große Problem. Aktuell geht einfach nichts und ja, im Winter, so wie ich heute gelesen habe, Duko Sinmi ist schon so gut wie fix. Nächste Woche soll der Deal unterschrieben werden. Ja, habe ich heute gelesen. Ja, ich bin mal gespannt. Also ich habe mir Videos von ihm angeguckt. Ich muss ganz kurz Fenster zumachen, weil hier die. Ich bin sofort, Herr Barton, bitte. Wen hast du gerade genannt, Björn? Ich habe es gerade nicht verstanden. Duko Sinmi. Und dann war noch der aus Tschechien. Genau, und dann ist noch von Menu Van de Beek. Van de Beek, aber der ist zentraler Mittelfeldspieler. Ach so, siehst du, ich muss dazu sagen, ich habe diese Woche wirklich von Fußball nicht viel mitbekommen. Ihr wisst, wie es ist, vor weihnachtlicher Stress und so weiter, der Mann ist einfach platt. Deswegen, ich dachte, es wäre ein Stürmer, der Van de Beek. Eigentlich dachte ich, der Van de Beek hätte damals mit der Katie Holmes in dieser Serie mitgespielt. Bitte. Und Dawson's Creek, viele Grüße an diese Nein, aber ja, Personalpolitik ist halt, du hast halt gesehen, auch gegen Bayern und auch, da gebe ich Norbert auch recht, das blendet nicht alles andere aus. An dem Tag hat einfach alles gepasst. Da haben ja Spieler, da haben ja Spieler Tore geschossen. Ich wusste gar nicht, dass die da spielen. So. Ja, aber die Bayern waren auch wirklich mies. Norbert, würdest du dir wünschen, was die Eintracht betrifft, dass man mit der Kohle, die man unter anderem aus dem Kohletransfer geronnen hat, gewinnen können, dass man da vielleicht mal ein bisschen mehr das oberste Regal angeht? Naja, das oberste Regal, weißt du ja, was das kostet. Also, was meinst du mit oberstes Regal? Ist das dann in der Preisklasse von Kolo? Das heißt, legst du die ganze Kohle für einen hin und dann brauchst du noch Geld, um den zu bezahlen? Aber wann hat die Eintracht mal 20 Millionen? Sorry, Norbert, aber 20 Millionen hat die Eintracht zum Beispiel noch nie für einen Spieler ausgegeben. Hätte uns hätte der Eintracht Füllkrug nicht gut getan? Füllkrug, der war scheinbar aber kurz verfügbar. Nur, wir wissen, dass das nicht das oberste Regal ist, wenn wir von 20 Millionen reden. Ne? Das ist dann, ja, da genau. Sind wir in anderen Sphären. Also, oberstes Regal ist Kane. So. Okay, also kurz vor dem obersten Regal. So, also schon ein bisschen ich glaube, das eine ist eben, wie viel kostet der, das andere ist eben, was verdient er? Und bringt er jetzt das ganze Gefüge auseinander, durcheinander, oder kannst du den noch irgendwie einfügen? Bisher sind sie auch ganz gut damit gefahren, natürlich die sehr wach zu sein und wirklich Leute zu, Kolomoane ist ja das letzte, beste Beispiel, wo man sagt, keine Sau hat ihn gekannt, der kommt irgendwo da aus so einer 0-15-Mannschaft in Frankreich und wird halt hier zu so einer Riesennummer. Ja. Und das ist jetzt nicht zum ersten Mal passiert bei der Eintracht. Eigentlich ist das ja ein super Modell, was ja, du kannst ja mit Vorbildern kommen, du kannst ja zu allen möglichen Stürmern kommen und sagen, pass mal auf, das da könnte dir auch passieren, ist doch geil, oder? Also das ist, glaube ich, insgesamt besser und erfolgsträchtiger nochmal, als jetzt zu sagen, einer, der vielleicht 20, weiß ich gar nicht, welchen Stürmer kriegst du für 20? Also für 50? Oder mal anders da gefragt, würde so eine Leistung wie die Eintracht, also andere, ist der Vergleich hinkt ein bisschen, aber kann man in Frankfurt, können die Spieler und die Oberen dankbar sein, dass die Fans in Eintracht oder in Frankfurt so sind, wie sie sind? Guckt euch Dortmund an, was da irgendwie, die rocken die Champions League, die sind nicht sechster Platz in der Liga, um Gottes Willen, aber da ist irgendwie, wird immer wieder Terzic durchs Dorf getrieben und bei der Eintracht bleibt das Umfeld raus aus dem Pokal gegen Saarbrücken, obwohl das irgendwie Nachtigall und vorher klar war, die haben die Bayern rausgekickt. Jetzt ist man da in dieser Conference League und in dieser, und in der Liga auch gerade echt so gesunder durch. Also können die eigentlich dankbar sein, dass die Fans so sind, weil in anderen Vereinen würde bei der Leistung und bei diesen Ergebnissen würde das Umfeld oder die Fans anders reagieren. Aber jetzt kommt der Titel der Sendung, Dortmund ist nicht Frankfurt, weil, aus einem ganz einfachen Grund,
Dortmund, jetzt, wo er sagt. Dortmund spielt in anderen Hemisphären als wir. Und Dortmund hat auch in den letzten Jahren den Fehler gemacht, hat jedes Mal vor jeder Saison so dicke Eier und am Ende bleiben sie übrig wie eine ausgelutschte Capri-Sonne, weil sie es selber nicht auf die Reihe kriegen. Und du kennst es ja in Frankfurt. Du hast ja in Dortmund nicht die Fluktuation wie in Frankfurt. Natürlich werden dort auch die Guten weggekauft, aber dann ist es ein Bellingham. Hier hast du die halbe Mannschaft, die geht, weil du siehst, da hast du die fünf. Und guck dir jetzt mal bitte Kolo Muani an, was macht er in Paris? Ja, nix, aber das war ja nix. Wirklich ein. Oder, sorry, Björn, andere Frage. Glaubst du, dass Topmöller aus Jungs wie Trapp, Götze und Co. wirklich alles rausholt, was sie können? Ich glaube, aktuell ist es schwer, überhaupt alles rauszuholen. Du siehst ja zum Beispiel an Hugo Larsson. Auf ihn setzt er und der bringt auch Leistung, genauso wie Skiri Leistung bringt. Omar Mamouche hat er gut hingekriegt. Ja, aber da fehlen halt, in der zweiten Reihe fehlen die Leute. Ja, in der zweiten Reihe fehlen die Leute, die du dann reinbringst, weil jetzt, wo Skiri verletzt war, ja, auf der 6 war nix. Das war nix. Ja, und das hat wehgetan. Ja, und das am meisten hat es mir wehgetan, als ich das Spiel gegen Saarbrücken gesehen habe. Ich war so aggressiv. Ich hätte am liebsten geheult. Ja. Wir haben in dieser Saison im DFB-Pokal war die Chance noch nie so groß, nie. Den DFB-Pokal zu gewinnen, wie diese Saison. Ja, und nur das Bein raus, und reicht schon. Ja, wir haben es verschenkt. Wir haben es verschenkt. Wir haben's verschenkt. Das ist wirklich verschenkt. Und das liegt an der zweiten Reihe, weil gegen Saarbrücken hat unsere, ich sag jetzt mal, zweite Reihe gespielt. Ja, das war gefühlt eher die dritte oder vierte Reihe, keine Ahnung. Ja, und ich glaube, da hakt es in der Kaderbreite. Und ich glaube, das ist, siehst du ja auch gegen Aberdeen oder so. Da kommt dann die zweite Reihe rein. Da denke ich doch, ja, natürlich geht es in dem Spiel punktemäßig um nichts mehr. Und ich kann auch verstehen, dass du sagst, vielleicht als Vielspieler, naja, ich muss nicht in jeden Zweikampf, ich will mich nicht verletzen für die wichtigen Spiele. Hat ja auch alles seinen Sinn. Aber die Jungs, die wirklich dann mal Spielzeit bekommen, da will ich einfach doch mehr sehen. Weil ich meine, wofür seid ihr dann da, wenn ihr nicht in so Spielen dann reinhaut und sagt, Trainer, übrigens, warum nicht mal in der Liga, ja? Wenn es um was geht. Und da siehst du halt nicht, also der in Gang kam, ist halt echt ein Problem, da habe ich noch nichts Gutes von dem gesehen, da beweist mir das Gegenteil gerne, ich bin dafür. Man hat noch gar nichts von ihm gesehen, Norbert, man hat noch nichts gesehen. Nichts gibt, ne? Da ist noch nichts und wir können wirklich froh sein, also dass naja, diese Lücke, die jetzt sozusagen in dem Sturm wirklich herrscht, dass Mamouche, der ja auch gar nicht für diese Position eigentlich vorgesehen ist, dass der sich da wirklich so reingearbeitet hat und da so seinen Weg gefunden. Manche blühen ja erst auf, wenn da mal halt so eine Granate weg ist, die da vor ihnen steht. Das ist es, ja. Da haben wir ja noch Glück, dass der sich so gut entwickelt. Wenn der nicht da wäre, dann hätten die Tore geschossen. Also dann wird es ja wirklich ganz eng. Ja. Der zweite Anzug, ja. Wer mir gut gefällt im Moment, ist Dina Mbimbe. Aber ist ja auch wieder ein Stammspieler. Also wie Björn sagt und auch Norbert. Das ist halt das Ding. Und wir haben ja letzte Woche schon über diesen zweiten Anzug gesprochen. Wenn der halt nicht sitzt, was willst du machen? Und guck dir mal, ich glaube auch, obwohl wir in der UEFA-Cup-Siegersaison mit der Bundesliga mehr oder weniger abgeschlossen haben, die stiefmütterlich bewusst behandelt haben zugunsten des UEFA-Cups, hatten wir dort trotzdem genau das Glück, dass auch die zweiten Spieler, also die zweite Mannschaft, die zweite Garnitur, dass da gute dabei waren, die auch mitgezogen haben. Da sehe ich aber nichts davon. Du siehst, die Leute reinkommen. Wie gesagt, wir sitzen hier in unsere dicke Bäuche, es ist immer einfach. Du hast die aber wer hat T-Shirt Größe X? Du Sonne, ja, aber lass uns mal hier hin. Ich gucke dir den Bart an und denke mir, warte mal, was hast du für eine Größe da? Er sagt XL. Ich gucke aus dem Briefkasten ein T-Shirt geholt. Er hat meine Frau gefragt und gesagt, ja, kauf mir ruhig XXL. Entschuldige mal. Und warum? Nicht wegen dem Bauch, sondern weil ich so ein Rap-Fan bin und Klamotten immer so trage. Ich halte es gerade mal in die Kamera. Das T-Shirt für nur 65 Euro, wenn ihr mal... also rasch jetzt bestellen, sonst wird es noch teurer. Das ist Und es ist irgendwo oben drauf noch eine Tasse dazu. Ja, ich habe noch eine. In der Kiste ist noch genau eine. Kalter Tee. Aber woran, nochmal die Frage an die Runde, woran liegt es? Liegt es an der Kaderplanung? Liegt es an der Mannschaft? Liegt es an der Taktik? Liegt es am Trainer? Woran liegt es, dass, oder ist es halt einfach diese DNA von Eintracht Frankfurt, dass diese Konstanz gerade nicht da ist? Also, dass du den Fernseher anmachst und sagst, also abgesehen von diesem Bayern-München-Märchen, aber die Bayern waren auch echt nicht gut drauf. Und so. Also, woran liegt es, dass du dir das Spiel der Eintracht anguckst und sagst, da kann heute irgendwie, kann da, wird vielleicht ein Unentschieden, wird, also du kannst es gerade irgendwie nicht so richtig anziehen.
Gibt es irgendwas, wo man sagen kann, okay, daran liegt, das müssen sie ändern, vielleicht mehr erfahrene Spieler dazu holen, nicht nur, also woran, was ist so eure Vermutung, woran es liegt, dass gerade diese Konstante nicht vorhanden ist bei der Eintracht? Tja, also ich weiß nicht, also ich habe so das Gefühl, das Feuer, was man so bisher hatte, wenn sie international gespielt haben zum Beispiel, ja, da hatte ich so den Eindruck, das ist so, ja, für andere ist dann so, Europa League war das irgendwie so ein bisschen, ist halt keine Champions League, interessiert es nicht, nur Dortmund zum Beispiel. Hatten ja auch schon Chancen in der Europa League, mal was zu gewinnen. Also in der Champions League werden die nichts gewinnen. Da hätten sie was machen können. Haben sie nicht gemacht, vorletzte Saison. Und da war es aber bei der Eintracht so, dass sie gesagt haben, das ist scheißegal, wir nehmen das an, wir gehen dahin. Das ist das Ding, wo wir was reißen können. Und jetzt habe ich so das Gefühl, dieses Feuer ist so weg. Wo ich denke, ja, Conference League wäre doch auch sowas. DFB-Pokal kannst du gewinnen als Eintracht. Und Conference League könntest du theoretisch gewinnen. Ja. Und da habe ich so das Gefühl, so ganz, also gegen PAOK die beiden Spiele, jetzt so, ja, Pech, das Auswärtsspiel, aber irgendwie das Heimspiel. Nur das, was ich gesehen habe, ich habe es nicht komplett gesehen, aber da dachte ich so, hattet ihr den Eindruck, da ist richtig Feuer drin, dass die sagen, nee, auf jeden Fall reißen wir das Ding. Du kannst verlieren, aber irgendwie, dass du sagst, aber wenn die hier gewinnen, dann nur unter schweren Verlusten oder was auch immer, ja. Ich würde, bevor der Björn dran ist, würde ich gerne eine These aufstellen und Björn vielleicht darauf antworten lassen. Ich habe es letzte oder vorletzte Woche schon gesagt. Ich glaube einfach, dass die Eintracht wieder in diese Region kommt, in der sie vorher jahrelang war. Mal international qualifizieren, okay, ist cool, aber mit Titeln rechne ich in den nächsten Jahren nicht mehr. Das war wirklich eine luxuriöse, goldene Zeit. Ich lasse mich gerne Lügen strafen, aber ich glaube einfach, dass wir jetzt wieder die Eintracht haben, wie sie vorher jahrelang war. Ich meine das gar nicht böse oder negativ. Wir spielen ja nicht gegen den Abstieg. Das ist schon mal das, also noch nicht. Das ist schon mal für mich das A und O. Und das Zweite ist, ich weiß nicht, und es ist immer einfach, auf den Trainer rumzuhacken. Ich bin immer noch nicht davon überzeugt, dass Dino Toppmöller der Richtige ist. Ich sage nicht, dass es ein schlechter Trainer ist, auf gar keinen Fall. Der hat unter Nagelsmann regiert, der wird schon wissen, wie man mit dreimal hochspringen und auf den Kopf stellen, irgendwie mit neuen Sachen Training macht. Aber mir fehlt die Präsenz bei ihm. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber ein Glasner, der hat da vom Brinko gestanden. Ah, und du hast gewusst, der ist nicht. Ja, und dann zeigt er das in der Pressekonferenz, wird danach gefeuert. Was heißt, es war übertrieben und du kannst nicht so und irgendwie schlecht formulieren, dann hat er den und so weiter. Da hat schon im Hintergrund wahrscheinlich nicht gestimmt. Olli, sag ich, um Gottes Willen. Björn, bitte. Wie ist deine Meinung dazu? Was für einen Eindruck hast du von der Eintracht als Fan und neutral gesehen? Ich sehe es genauso. Also alles, was uns in der Vergangenheit ausgemacht hat, der Kampf, die Leidenschaft, der Wille, ja, das fehlt. Uns fehlen Typen in der Mannschaft. Wir sind zu lieb. Ja. Als wir den DFB-Pokal gewonnen hatten, hatten wir einen Abraham, wir hatten Boateng, ja, wir hatten Rebic. Das sind Typen, die sind auch mal nach vorne gegangen. Jetzt nicht wie Jakic, der einfach komplett durchdreht und den Schiri mal schlagen will. Ja? Also, mal Zeichen setzen. Ja, genau. Jetzt kann ich was Geiles sehen. Nein, nicht. Nee, also, weißt, sowas meine ich nicht. Ich meine wirklich jemand, der Präsenz zeigt, der mal die Brust raushebt, der die anderen mitzieht. Genau sowas fehlt uns. Wir sind zu lieb. Und das ist nicht die Eintracht. Die Eintracht, wir hier in Frankfurt, wir sind alles ganz andere Typen. Wir sind in Frankfurt, wir gehen nach vorne. Ja, und genau sowas brauchen wir. Und wir versuchen gerade so diese Schönspielerei. Und ich habe Angst, dass es so wird, wie es bei Gladbach war. Weil Gladbach war auch eine Mannschaft, die nach vorne gegangen ist, wollten dann den Turnaround, wollten dann Ballbesitzfußball spielen. Und die Eintracht ist aber kein Ballbesitzfußballmannschaft. Das ist sie nicht. Ja, wir müssen nach vorne Druck auf den Gegner ausüben. Und das fehlt uns. Und dafür fehlen uns halt die Typen. Und das finde ich schade. Wir sollten wieder mehr auf die Typen setzen. Deswegen glaubt ihr, die Frage finde ich ja absolut berechtigt, Toppmöller kann ja ein guter Trainer sein, aber die Frage ist er jetzt ein guter Trainer für diese Phase des Aufbaus und des starken Umbruchs mit den Erwartungen, die es dann ja trotzdem auch jetzt mittlerweile in Frankfurt gibt? Ich glaube, ein Toppmöller hätte bei der Eintracht besser funktioniert,
hätte man zum bis dato jetzigen Zeitpunkt den DFB-Pokal oder den UEFA-Pokal noch nicht gewonnen. So, aber ich glaube, er ist jetzt der falsche Trainer dafür zu sagen, wir können den DFB-Pokal auch nochmal gewinnen, wir können den auch in Serie gewinnen und dann lass uns doch irgendwie die Conference League gewinnen. Ich glaube, dafür ist er jetzt der falsche Trainer. Ich glaube, dafür schafft er genau dieses besagte Feuer gerade nicht zu vermitteln, zu sagen, da ist vielleicht so ein bisschen Sättigungsgefühl oder man merkt so eine gewisse Grundeuphorie im Verein, dass man sagt, irgendwie man hat immer noch diesen DFB-Pokalsieg, diesen Geschmack und immer wieder guckt man sich diese YouTube-Videos in Dauerschleife an und beim UEFA-Pokal genauso und irgendwie, ach Barcelona, weißt du noch Barcelona, ah, die spielen gerade 1-1, ach weißt du noch Barcelona und ich glaube, das merkt man auf dem Feld und ich glaube, der Topmöller würde besser funktionieren, wenn es wirklich so wäre, nach 30 Jahren dieses Ding wie 2014 Nationalmannschaft, dieses Jahr sind wir so weit, dieses Jahr, aber du hast so ein bisschen das Gefühl, man weiß, in der Liga ist es einfach schwer, da sind irgendwie Stuttgart-Lauf, Leverkusen-Lauf, die Bayern generell, Dortmund immer mal wieder fies, Leipzig, da kannst du eigentlich nicht so viel holen, außer halt die Qualifikation. DFB-Pokal Saarbrücken war, glaube ich, einfach nur Hochnäsigkeit. Ich glaube, Saarbrücken war Hochnäsigkeit. Und das war einfach unangenehm. Und jetzt auch gegen Leverkusen zu sagen, das war, wie gesagt, ich fand, das Einzige, was mir echt gut gefallen hat, war das Zweikampfverhalten. Weil da ging es auch echt mal irgendwie, da war Leverkusen ein bisschen arg, ein bisschen schwammig. Aber es kann nicht sein, dass die Leverkusen da so, also dass da, das sind tolle Spieler, aber dass da so Tore passieren und nochmal, dann hast du so einen Unsicherheitsfaktor wie den Trapp. Ich glaube, ein anderer Trainer würde dem Verein gerade echt, ich weine immer noch dem Glasner hinterher. Punkt. Für mich ist Glasner immer noch der beste Trainer für die anderen. Genau, und weil du es gerade sagst, der Glasner war, okay, der war bekannt durch Wolfsburg, aber in Deutschland jetzt nicht so eine Riesennummer. Den Hütte hast du gar nicht gekannt, aber beide Trainer hatten schon Erfolge vorzuweisen. Und wenn es nur die Meisterschaft in der Schweiz war oder in Österreich, sie hatten als Cheftrainer Erfolge vorzuweisen. Und das ist immer ein Risiko. Natürlich, wenn er jetzt die ersten 10 Spiele gewonnen hätte, wir wären weiter im Pokal, wären klar Erster in der Conference League. Ja, aber ist aber nicht so. Und ich habe ihn in der Pressekonferenz ja auch zweimal gesehen. Es ist ein sympathischer Typ. Ich finde ihn, ist ein lieber Kerl. Aber reicht das für die Eintracht? Klar, du weißt nicht, wie er in der Kabine spricht. Das weiß man. Ja, aber das Einzige, was er bisher vorzuweisen hat, ist, dass er Co-Trainer vom Nagelsmann war. Genau. Das ist es halt. Und das ist immer ein Risiko. Dass und die Leute Meister in Luxemburg. Das sollte man nicht unterschlagen. Das war ja, aber mein gut. Peter, die C-Jugend hat von 03 Fechenheim ist auch schon Meister. Bei Düdelingen hat er AC Mailand vor Schwierigkeiten gestellt. Da! Na guck, wo spielen wir? Na guck, bei Düdelingen! Also na allein guck, der Name ist schon. Düdelingen. Falls uns jetzt jemand aus Düdeling zuhören sollte, herzliche Einladung. Ich mache keine Scherze über diesen Namen, über diesen tollen Ort. Falls einer von den 20 Bewohnern von Düdelingen jetzt zuhört, herzliche Einladung zum Abseitsfußballball. Ihr bekommt auch ein T-Shirt geschenkt, was normalerweise 85 Euro kostet im Einzelhandel. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, uns riecht nach dem Christian. Ja. Also meldet euch bitte. Herr Barth, was haben wir denn noch für Themen? Letzte Woche wurden ja zwei Sportarten erfolgreich zusammengeschlossen. Und zwar Fußball und MMA. Aber jetzt mal ganz im Ernst. Also, du siehst es im Jugendfußball und du regst dich auf. Ihr wisst, worauf ich hinaus will. Türkei, Ankara Gücü gegen Kızılspor, glaube ich. Genau. Und dann geht ein Funktionär. Ich möchte dazu sagen, ich habe ein bisschen Schwierigkeiten, den türkischen Namen auszusprechen. Ist kein Witz, jetzt ist wirklich so. Also ein Funktionär von Ankara, wenn ich das richtig gesehen habe, ist irgendwie, war das nach dem Spiel oder noch im Spiel? Ich glaube nach dem Spiel. Zum Schiri und haut ihm die Faust in die Fresse. Also, das ist echt, sorry, dass du wirklich gedacht hast. Der Schlag war gut, also aber halt Fehlerplatz. Also der Schiri hatte wirklich eine Boll. Der hat dem richtig ein, guckt euch das Video mal, nee, guckt euch nicht. Danach hat ja noch jemand auf seinen Kopf getreten. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr es noch mitgekriegt habt. Als der schon lag. Der lag auf dem Boden und ein anderer hat ihm noch gegen den Kopf getreten. Also komplett durch. Ja, ja, das geht nun gar nicht. Hat mit Fußball nichts zu tun. Nee, so. Und der Präsident, ein Freund von mir ist Türke, hat gesagt, wurde letzte Saison ausgezeichnet für Fairplay. Stimmt.
und diesem weil Funktionär. Weil er nur das Auto angegangen ist vom Schiri. Ja, aber deswegen besondere Betonung auf letzte Saison. Ja. Aber dem Funktionär droht wirklich, in der Türkei kriegst du für Körperverletzung, ist nicht so wie hier, 6 Monate auf Bewährung, da kriegst du eine richtige Strafe und die kriegt er wohl auch. Also der muss mit jahrelanger Gefängnisstrafe rechnen. Das ist ja wirklich, also das ist zumindest für mich, das ist ja ein Präsidentsfall, das habe ich noch nie erlebt. Also, dass du wirklich face-to-face... Ein Präsidentsfall. Entschuldigung, da trinke ich doch direkt nochmal aus der... Für 25 Euro und umgerechnet 80 Mark bei uns im Shop. Genau, im Shop. Dort findet ihr auch eine 1:1 irgendwie Starschnitt von Norbert Deg, falls ihr den bestellen wollt, eure Liebsten überraschen. Apropos 1:1, das war auch das Ergebnis von Bremen gegen Leipzig. Boom, Leipzig hat Punkte hergeschenkt. Da freut sich Bärbel Schäfer, die Werder Bremen-Fan ist. Aber ist mir natürlich nicht bekannt, dass es das in der Form schon mal irgendwie gab. Da kannst du ja nicht anders reagieren, als zu sagen, sperrt den weg und also das ist ja wirklich, das ist einfach Körperverletzung. Krass. Also, absolut. Ich habe das Video zuerst gesehen im Vorbeigehen, hatte nichts davon gewusst und dachte mir so, jetzt kommt so gleich à la Mortal Kombat so Fatality oder irgendwie sowas hinten dran, ja. Und dann wurde es wiederholt und ich habe den Ernst der Lage erst gehört und ich dachte mir, also bitte, und es ist Profifußball. Und man weiß, in der Türkei, die Fans, die sind mit Herz dabei, da fliegt auch schon mal der eine oder andere Stuhl durchs Stadion. Das mag sein, aber das ist nicht typisch für die Türkei. Da möchte ich brechen für meine türkischen Fans. 1, 2, 3, Galatasaray. Genau. Also brauchen wir nicht, also ist auch wirklich, also gute Genesung. Übrigens an dieser Stelle auch nochmal, ich weiß, er hört uns regelmäßig zu, gute Genesung, liebe Grüße an Alaba, der sich leider... Kreuzbandriss, Alter. Und das von EM. Also ein Kreuzbandriss ist einfach, also für jeden, der gerne kickt, der Freizeit, privat, aber Kreuzbandriss ist einfach, also wirklich, Kreuzband ist ein Hurensohn. Kreuzbandriss ist ein Hurensohn und da kann man echt nur sagen, gute Besserung, das ist richtig absurd. Und ich meine... Die österreichische Nationalmannschaft ist jetzt nicht unsere Priorität hier, aber das ist, wenn der ausfällt, ist das natürlich schon hart. Ne? Für den und so ein guter Kicker. Es freut mich, dass die so, mich freut es wirklich, dass die Ösis dieses Jahr so stark sind. Oder aktuell, dass die so stark sind. Das waren die nie. Du hast immer gewusst, Österreich, wenn die sich überhaupt qualifizieren, dann machen die einen Nationalfeiertag. Und jetzt sind die stark. Und das war ja eine normale Situation. Also auf dem Video sah es wie eine relativ normale Spielsituation. Ja. Im Mittelkreis irgendwie einfach. Und dann ist er da so echt. Also ganz liebe Grüße und gute Besserung. Das ist, also Kreuzbandriss, das dauert ja mindestens 9 Monate mit irgendwie langweiliger Reha und Das dauert schon ein bisschen, da hast du echt cool los. Also, ja. Ich wollte nochmal in die Runde fragen, ich wollte den Björn fragen. Großes Thema natürlich, the hottest shit in town, Leverkusen und Xavi Alonso. Und es ist momentan so ein bisschen eintönig. Wenn wir mal so ein bisschen rumschwatteln, immer so ein bisschen rumfantasieren, könntest du dir, könntest du dir vorstellen, lieber Björn, dass Tuchel, die Ära Tuchel, so ein bisschen wie bei Nagelsmann, man konnte es auch nicht vorstellen, so Knallerfall zu Ende geht und Alonso ein Thema wird für die Trainerposition beim FC Bayern München? Ich glaube, Alonso ist nicht der Typ, der bleibt bei Leverkusen die Saison auf jeden Fall. Diese Saison auf jeden Fall. Und vielleicht sogar noch eine weitere Saison. Ich sage, der bleibt noch eine weitere Saison, ja, weil er sagt, jetzt bin ich soweit, ich bin Meister geworden, Leverkusen wird dieses Jahr Meister und er will es versuchen, nochmal zu wiederholen. Und vor allen Dingen, wie gesagt, zu Real kann er immer gehen. Ja. Also natürlich, es muss auch eine Position frei sein, klar. Aber ich glaube nicht, dass es, wenn er dieses Mal das nicht macht, dass er nie wieder die Chance kriegt, zu Real zu gehen. Der hat da seine Statue stehen quasi. Der wird auf jeden Fall zurückgehen. Aber Norbert, was glaubst du, was in Leverkusen passiert, wenn die Meister werden unter Alonso? Ja gut, dann kriegt er dort erstmal eine Statue hingestellt. Und das Stadion wird nach ihm benannt und sowas alles. Weil das ist ja nun, ne, wenn du mal zurückguckst vor, was war das, 21 Jahre, 22 fast, wo die halt im Finale von Champions League standen und DFB-Pokal und fast Meister wurden und so. Und das war eine mega Mannschaft damals. Die haben super Fußball gespielt. Das erinnert ja schon sehr stark an das, was die jetzt machen. Und haben einfach die Stabilität gehabt, das ja auch bis zum Ende durchzuziehen. So, naja, fast bis zum Ende zumindest. Waren einfach eine super starke Mannschaft. Das, jetzt kommt es darauf an. Also wann geht der Kopf an bei den Jungs? Wann geht der Kopf an bei den jungen Spielern, wo es dann heißt, guck mal, jetzt sieht bei Wirtz alles leicht aus. Das kann
kippen in dem Moment, wo du denkst so, fuck, schaffen wir das echt jetzt? Also ich würde es Bayer Leverkusen auch nicht mein Favorite Verein, aber jetzt einfach nur mal so für die Abwechslung, würde ich das natürlich absolut vorziehen, wenn die, wenn irgendeine andere Mannschaft außer den Bayern deutscher Meister wird. Ja, und wenn ihr die Mannschaft, Näheres über die Mannschaft hören wollt, die Norbert gerade erwähnt hat, die Mannschaft von 2002, hört rein, vor 3 Wochen haben wir Folge 212 aufgenommen mit Olli Dütschke und Thomas Kleine, der war damals im Kader von Bayer Leverkusen und erzählt genau von diesem Finale der Champions League. Und das, genau, also das ist echt nochmal, ich hatte 7 Minuten reingehört, dann hat der Sound mich ein bisschen genervt, aber wir haben es schon geklärt. Aber wenn ihr den Sound außen vor lasst bei dieser Folge, da klingt der Leini ein bisschen nach Badewanne, aber inhaltlich war es top. Also echt, ich war leider nicht dabei, aber der Leini hat da echt eine tolle Folge hingezaubert, ein Leverkusen-Special, genau, mit Kultkicker Olli und, also toll, einfach reinhören. Ich glaube Folge 212, 213. Ich meine 212 war es. Also wirklich cool. Um nochmal auf Alonso zurückzukommen, unser guter Freund Marci Reif wird ja nicht Liebe müde zu betonen, Grüße. Wird ja nie müde zu betonen, zu sagen, dass Ancelotti jetzt wahrscheinlich Ende der Saison nach Brasilien übernimmt und da wird halt dann nun mal, da die nicht ohne Trainer wahrscheinlich arbeiten werden, wird da eine Stelle frei und dann wirkt das irgendwie so wie eine natürliche Geschichte für so. Aber tja, ich weiß ja nicht, wenn er Meister wird. Ist das ein Grund zu bleiben oder ist das gerade ein Grund, genau, zu gehen? Genau, das ist nämlich der Punkt. Was will er noch mit? Er weiß doch ganz genau, ich meine, er wird jetzt Leverkusen nicht so kennen wie wir. Also er wird es besser intern kennen, aber wir leben ja schon als Fans immer mit Leverkusen und dem Verein. Ich glaube aber, danach wird er auch sagen, okay, was soll ich denn jetzt hier noch erreichen? Nee, ich glaube tatsächlich, das ist auf Platz 2. Ich glaube, wenn er ein kluger Mann ist und er wirkt wie ein sehr kluger Mann, lässt er sich seine Frau entscheiden. Oh! Siehst du? Siehst du? Ja, da kannst du. Es kriselt im Hause, Headline. Nein, was? Da hat sich wirklich. Und ja. An Weihnachten schenke ich dir ein T-Shirt. Das kostet normalerweise 105 Euro im Job. Ja. Nee, also wenn er klug ist, wird er natürlich wieder sich darüber Gedanken machen, wie kann er das noch beeinflussen, wie kann er den Kader beeinflussen, was hat er da irgendwie, es sieht sehr harmonisch aus, aber im Endeffekt ist, glaube ich, Top 1 die Frage, was sagt die Frau und die Familie, fühlen die sich wohl in Leverkusen, brauchen die Kindergarten Schulwechsel, der sitzt abends am Wohnzimmertisch und wird sagen, ja, warum nicht, also der ist ja klug genug und der hat ja die Erfahrung, dass er kann auch 2-mal Meister werden oder 3-mal Meister, man kann auch 1-mal Pokal gewinnen oder 2-mal oder 3-mal und die Champions League genauso. Ich glaube, ein ganz großer Faktor ist der Wohlfühlfaktor in Leverkusen. Wie fühlt er sich wohl in der Stadt, fühlt er sich wohl, fühlt seine Frau sich wohl, fühlt seine Familie sich wohl, haben die Bock auf einen Städtewechsel? Wie es der Leini sagt, ich glaube, Spanien kannst du immer machen. Warum sollte... Ich glaube aber auch, dass das, was du dir da gerade erwirtschaftest, kannst du bei einem Club wie Real Madrid auch ganz schnell wieder verbrennen, kann auch ganz schnell wieder nach hinten losgehen. Warum nicht sagen, also wäre doch eine Möglichkeit, bleib doch mal 2, 3, 4 Jahre da, reiß doch mal richtig was mit Leverkusen, mach doch mal den Klopp bei Liverpool und dann übernimmst du irgendwann die spanische Nationalmannschaft, warum nicht? Aber ich glaube, im Endeffekt wird wirklich entscheiden, A, was wird die Saison, wie es der Norbert sagt, wann fängt der Kopf an, was passiert dann und B, was sagt die Frau, was sagt die Familie und haben die Kids einfach noch Bock und sagen, ja, wir haben Freunde hier, lass uns doch hier bleiben in Leverkusen. Und in dem Moment verlässt Norbert Dick die Unterhaltung, das heißt für uns, wir machen Feierabend, Dankeschön. Ja. Nee, ich wollte, genau daran habe ich nämlich jetzt gar nicht gedacht, Steffen, was du sagst. Björn, wenn der in Madrid nicht im ersten Jahr gleich Meister wird, oder vielleicht sogar nur dritte oder vierte, da ist der ganz schnell wieder weg und das wird ihm in Leverkusen auf keinen Fall passieren. In Leverkusen auf keinen Fall. In Madrid kann es ruckzuck gehen. Ja, und ja, ich weiß nicht. Ich glaube, er ist noch in der Lernphase und dafür ist Leverkusen einfach perfekt. Ja. Ja, er ist ja noch nicht so lange Trainer. Er war vorher bei San Sebastian, glaube ich, ne? Ja. Real Sociedad. Und jetzt Leverkusen. Er spielt eine überragende Saison. Und warum nicht noch ein Jahr? Ja? Also für ihn, glaube ich, wäre das gut, wenn er noch ein Jahr dranhängt. Ja? Und dann kann er immer noch zu, keine Ahnung, Real Madrid gehen, zu Liverpool, beides Ex-Vereine. Klopp geht zu Real, er zu Liverpool. Und dann machen die... Hier, Stühlchen. Warum nicht? Ja. Nicht verkehrt. Aber mit Blick auf die Zeit, weil ein bisschen Bundesliga wollen wir bestimmt alle noch genießen am heutigen Abend. Wer zeigt Dortmund? Es wird auch gezeigt. Dortmund gegen. Jetzt muss ich hochscrollen. Dortmund gegen Mainz läuft gerade. Hoffenheim, Darmstadt, genau. Und das war's aber dann. Ich glaube, zeigt nicht Sat.1 Dortmund? Kann sein, ja. Ich glaube schon, ja. Zeigt. Also jetzt für euch, die es morgen früh in der Bahn hört, eine tolle Info. Aber ich möchte nur auf ein Zitat, was ich kurz vor Aufnahmebeginn im Kicker in der App gelesen habe. Und vielleicht weiß einer von euch beiden schon. Ich lese mal das Zitat vor. Vielleicht wisst ihr, von wem es ist. Ich biete mich nicht an, aber...
Habt ihr was mitbekommen? Wer hat es gesagt? Ich biete mich nicht an, aber... Schweinsteiger kann sich DFB-Job vorstellen. Und meine Frage dazu ist, ist es ratsam, die Weltmeister von 2014, nicht alle, aber so peu à peu ein paar einzuarbeiten, mit einzubeziehen in den DFB? Das kann ja eigentlich nicht verkehrt sein. Wenn du den größten Titel selbst gewonnen hast, dann machst du nicht automatisch alles richtig. Aber ist besser, als wenn irgendein Teppichhändler von aus kommt und da auf einmal DFB-Präsident wird, so. Also ich würde mal sagen, lass doch mal kurz anfangen an. Lieber Björn, bitte. Also ich könnte mir Schweinsteiger als DFB-Präsident schon vorstellen, ganz ehrlich. Also ich Manager irgendwas, also ich finde, beim DFB sollte viel mehr Fußballkompetenz vorhanden sein, auch in den ganz hohen Ebenen, wie Präsident, wie Manager, keine Ahnung. Also jemand, der Fußballverstand hat, Sachverstand hat, der gehört auch dahin. Und nicht ein CDU-Politiker zum Beispiel. Naja, Präsident war ja immer so eine vakante Position, aber zumindest der Vorstand, das, was Olli Bierhoff jahrelang gemacht hat, diese Managerposten, das muss doch von einem Spieler und das muss auch zumindest ein Nationalspieler. Wie sieht denn das aus? Hast irgendwie in der dritten Liga gekriegt, bist Manager bei Deutschland. Das kann auch funktionieren, aber ist die Glaubhaftigkeit, Steffen, nicht größer einfach, wenn es ein ehemaliger Spieler ist? Ich finde es tatsächlich eher ein Skandal, dass das bis dato nicht passiert ist. Also wenn der, also für mich wäre das wirklich so, sobald der Schweinsteiger diesen Satz denkt, ist er im Team. Also er muss ihn noch nicht mal aussprechen, weil das ist ja genau das, was, also das ist ja wirklich immer dieses Theorie und Praxis, ist ja genau so, wirklich sagen, du kannst doch nicht einen, der nur die Theorie hat, du siehst es jetzt an Xavi Alonso als Trainer. Also es ist nicht, dass jeder gute Spieler automatisch ein guter Trainer ist. Aber es ist doch noch, du hast doch einen ganz anderen Impact, wenn du in der wirklich, also jetzt mal abgesehen von diesem Klammer Bundesliga und Stadion von runterfahren, wirklich sagen, die sitzen da in ihrer Kabine. So, das ist, ob das jetzt Erstligakabine ist oder sechs, da riecht es immer noch nach Mann und da sind die Stiefel dreckig und weißt du, und dann kommt da einer rein in seinem Trainingsanzug irgendwie. Dienstags früh, du hast trotzdem, deiner Million hast du ja auch dein Kopfkino und deine Sachen, die du irgendwie privat erledigen musst, und dann kommt ein Trainer rein, von dem du weißt, der Typ ist eine Galionsfigur, der hat richtig was, und du kannst dir die Videos angucken, der kann heute noch kicken, und der weiß genau, der kann dir auf dem Platz zeigen, was er von dir auf dem Platz sehen will, der kann das vormachen, der weiß genau, wie es funktioniert. Und das, und der hat in Regionen gespielt, davon kannst du wahrscheinlich irgendwie deinen Lebtag nur träumen. Und das kann man nur. Und wenn dann ein Schweinsteiger, jetzt sind sie bald alle weg. Warte mal. Nee, es war die Kamera. Björn, warum bist du weit? Bist du völlig? Ich hole noch die zwei Kasten dazu. Ja. Und wenn dann ein Schweinsteiger, der ja wirklich, jetzt abgesehen von diesem legendären 2014 und hier hat es geblutet und er steht trotzdem noch auf dem Feld und so, aber der ist einfach ein überragender Kicker, ist ein überragender Analyst. Und der weiß doch genau, im Endeffekt geht es doch darum, was der Spieler braucht. Und wenn jemand weiß, was ein Spieler braucht, ist es ein ehemaliger Spieler. Also bitte mit Kusshand, auch Podolski, auch die ganze Garde, die ganzen Erfolgreichen, bitte verbraucht euch nicht als fucking Fußballexperten. Das braucht kein Mensch, das können wir, dieses Gequatsche. Aber bitte geht da in Positionen, die wirklich gebraucht. Und gerade ein Schweinsteiger, überragend. Also ich finde es eine mega Personalie, gerade für meine heißgeliebte Nationalmannschaft. Steffen, wenn du kein Thema mehr hast, würde ich gerne die Sendung schließen. Sei denn, du hast noch was, bitte. Ich gucke nochmal. Ich würde mir wünschen, Aller bei der Eintracht. Ich kann es immer wieder nur empfehlen, weil wir hatten sie auch letztens da, Lisa Tellers Heimspiel vom HR. Ja. Ich gucke das immer montags mit großer Leidenschaft. Die sind da in der Kneipe. Jetzt war der Timo Dings da von der Eintracht. Wie heißt der noch mein Nachname? Timo? Timo Hardung. Timo Hartung. Ja, für Inhalt ist der Björn zuständig. Ich sitze hier nur da und halt T-Shirts in die Kamera. Liken, teilen, abonnieren und Ich lausche. Richtig, liken, teilen, abonnieren, nicht nur uns, sondern natürlich auch Björns TikTok-Kanal. Immer fresh, also der Mann ist ja schneller mit Bundesliga-News. Bevor es passiert ist, weiß er es quasi schon und steht schon da. Und was für Zahlen der hat, was für Aufrufe. Wir haben da bei TikTok haben wir 5 Likes und er hat irgendwie 5, also wirklich geil, ja, geile Videos vor Screenscreen. Immer sehr aktuell, muss man echt sagen. Ja, also auf jeden Fall teilen und hingehen beim Björn auf dem Kanal. Bei uns, wir haben vorhin gequatscht, der Steffen und ich. Es kann sein, dass vor dem Jahresende noch die eine oder andere Folge erscheint, ist aber noch nicht sicher, das machen wir spontan, denn es ist ja heute der letzte Spieltag der Hinrunde. Allerdings ist ja noch das eine oder andere Spiel. Wir schauen mal, wie es ist. Fürs neue Jahr
haben wir schon einen kleinen Plan. Ich glaube, man kann etwas aus dem Nähkästchen plaudern. Wir bekommen jetzt demnächst ein schönes Buch zugeschickt, die Rezension. Ach so. Ich dachte, der Leidi und ich bekommen Nachwuchs. Nein. Ja, Rezensionsexemplar von einem Buch, das nennt sich Wir Helden von Rom. Ja. Aufmerksam geworden bin ich durch den Podcast Stammplatz, wo dessen Moderator Kilian auch schon mal hier zu Gast war. Kilian Gaffrey, herzliche Grüße. Das Buch ist von Nils Silung geschrieben. Ich glaube, Silung heißt er. Und das Buch besteht aus Zitaten. Es ist kein Buch, es war der so und so viele Juli 1990, sondern das ganze Buch besteht nur aus Zitaten. Und was noch sehr besonders ist, ist von allen Spielern von 1 bis 22, also nicht irgendwie nur die ersten 11, alle haben Kommentare dazu abgegeben, auch der ganze Trainerstab, Holger Osijek, Berti Vogts, Franz Beckenbauer. Die Brücke schlage ich jetzt, und zwar ist es gut möglich, wir haben quasi schon ein Okay bekommen, ein mündliches, dass wir im Januar Jürgen Kohler zu Gast haben. Der hat mir bei WhatsApp geschrieben, dass er gerne mitmachen würde. Das heißt, es wäre für uns auch die Premiere, der erste Weltmeister in unserer bescheidenen Hütte, der auch nicht als Nummer 22 irgendwie Wasser geholt hat. Auch diese Spiele sind wichtig. Der hat als Stammspieler auf dem Platz gestanden. Ich wiederhole es gerne, UEFA-Cup-Sieger, Champions-League-Sieger, Europameister und Weltmeister. Und wir haben vor, ein kleines Special zu machen, wo wir dieses Buch noch schön mit einbringen können. Ihr könnt es kaufen beim Edelsports Verlag für, ich glaube, 25 Euro kostet es. Genauso also, wie das T-Shirt. Ja, die Sponsor! Son of a bitch! Und liebe Grüße von Benny Knack, der wird auch bald mal wieder dabei sein. Unser lieber Freund Benny. Was machst du denn jetzt, der Bart? Ich habe auf den Tisch gehauen. Mehr, wenn du machst Tisch... auf den Tisch? Der kleine Bart, der kriegt immer nee, gehindert vom Herzlein bei WhatsApp und jetzt hat er mal auf den Tisch gehauen. Achso, nee, was? Scheiße für die Aufnahme, ich werde ja gleich hören. Genau, also der Björn, der Benny ist auch bald wieder dabei. Der Norbert, ich glaube, der Norbert ist ja auch so ein Impro-Typ, der hat sich jetzt einfach... Der war spontan. Er hat jetzt offiziell, ist der Akku leer, aber hat er einfach wahrscheinlich nicht. Also ich kriege... Nee, das war die Premiere, die Generalprobe für sein neues Stück, der Houdini. Ich schwind einfach mal. Ich gehe mal schwer davon aus, dass Norbert Dick jetzt nicht erreichbar ist, weil er in unserem Shop ist und versucht sich noch eine Tasse oder ein T-Shirt. So, jetzt gut. Ich sage vielen Dank, ich sage bitte liken, teilen, abonnieren. Wir sind alle gemeinsam, sowohl der Björn als auch Absatz Podcast, aber das ist ja mittlerweile ein Hood, bei TikTok am Start mit unseren Kanälen. Wir sind bei Insta am Start mit unseren Kanälen, bei YouTube. Checkt das auf jeden Fall aus. Immer liken, teilen, abonnieren, hinterlasst Kommentare. Sagt uns, ob ihr das genauso seht, wie wir es sehen oder ganz, ganz anders. Die nächste Folge wahrscheinlich, der Herr Barton ist im Urlaub. Nee, was haben wir? Nächste Woche haben wir frei, oder was? Nächste Woche ist ja quasi zwischen den Jahren. Am Sonntag ist Heiligabend und nächste Woche ist auch nichts zu erwarten. Sollte irgendwas passieren, wie, weiß ich nicht, Messi kehrt zur Eintracht zurück, wo er schon mal 2 Jahre unsichtbar gespielt hat. Ronaldo, dann wären wir natürlich schon der Ronaldo. Ich hätte Ronaldo genommen für die Eintracht, aber mich hat ja keiner gefragt. Ja, und natürlich. Nein, aber sollte sowas passieren. Genau, das heißt aber ansonsten, also ja. wenn wir irgendeine Breaking News haben, ansonsten sind wir auf jeden Fall ab dem neuen Jahr wieder am Start mit vielen Gästen. Björn ist sowieso unser Host und der Dings auch, der Leini. Und dann werden wir gucken, dass wir wieder regelmäßig bei euch da sind. Liken, teilen, abonnieren. Wir sagen an dieser Stelle, ihr Lieben da draußen, wenn ihr mir das hört, danke fürs Zuhören. Frohe Weihnachten. Habt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und wir hören uns dann fresh mit neuen News abseits der Fußball-Podcast in 2024 wieder. Ich sage die Herren, vielen Dank, schöne Feiertage, guten Rutsch. Ciao. Bis dann, bye bye.